Und moin Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Angespielt. Wir schauen uns heute mal Alone in the Dark an, die neue Horrorperle, die man sich auf Steam holen kann. Und ein Spielchen, was wir gesponsert bekommen haben von den Entwicklern. Dankeschön dafür. Alone in the Dark, ganz neu rausgekommen. Ich will gar nicht lang schnacken, wir fangen direkt mal an. Wir spielen natürlich auf Hard, wir spielen auf Standard. Standard-Spielerfahrung mit der vorgesehenen Schwierigkeit, so mag ich das. Und dann spielen wir noch Oldschool. Die alles selber rausfinden wollen, ohne Hilfssysteme für den Spieler oder bietet extra Hilfe für glattere und leichtere Spielerfahrung. Huch! Wollen Sie? Ja, wird gelöscht. Stopp. Starten wir doch mal das Ganze. Ein bisschen Hilfe kann gerne sein. Dieses Pixelsuchen von früher, was man immer noch hoch gerne so gemacht hat, die Zeiten sind lange vorbei. Hi, Chrom. Quack. 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 Oh. Wenn das die Greta sieht. Alone in the dark. Alleine in der Dunkelheit. Also, ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hardwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist das nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hardwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. Das klingt ja alles schon sehr kryptisch. Kommt euch der rechts bekannt vor? Das ist der Harper aus Stranger Things, aus der Serie. Der Schauspieler, den wir aus Stranger Things jetzt kennen, der stand hier tatsächlich Modell für den Charakter. Die Dame auf der linken Seite kommt mir so nicht bekannt vor. Wir können es einmal mit Emily Hardwood, Jodie Comer, spielen. Oder mit Edward Carnby, David Harbour. David Harbour, das ist bestimmt der Schauspieler, der Name denn dahinter. Wollen wir mit ihm spielen oder mit ihr? Komm, ich spiele mit ihm, wa? Komm, ich spiele mit ihm, wa? Ich weiß nicht, ob die sich noch irgendwie treffen in dem, also wo geschichtlich werden sie sich bestimmt treffen, aber ich weiß nicht, ob man denn nochmal wechseln kann zu den anderen Charakteren oder ob man hier tatsächlich zwei komplette Spieldurchläufe hätte. Das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. Bei Resident Evil gab es früher immer mal. Hast du erst mit dem einen Charakter gespielt, dann mit dem anderen hast du mal ähnliches Game. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein.
Hat denn immer ähnliches Gameplay? Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. Aber immer noch neuere Dinge, die man dadurch irgendwie rausfinden konnte. Das war mal ganz cool. Ich schau hier hinten nach. Na, den guck doch mal. Achso, stimmt, wir spielen jetzt. Toll. Sie wartet jetzt chillig draußen, weißt du, muss nichts machen. Kapitel 1. Wir müssen jetzt mit unserem Revolver hier rein und alles niederschießen. Ich bin gespannt. Okay. Als ich das Spiel von gestartet habe, musste ich ein 24 GB Update runterladen. Aber eigentlich habe ich das gemacht, denn jetzt habe ich auch eine deutsche Synchro. Ich hatte es letztens schon mal gestartet gehabt und da war hier alles noch auf Englisch. Da musste ich die ganze Zeit mitlesen. Bin ein Zugang zum Haus. Ich bin doch schon im Haus. Huch, irgendein Motor? Okay, okay. Ja, ich gleich erkannt, V6-Motor, sofort erkannt. Gleich bin ich und Autos, wir sind so richtig. Nur mein Revolver, den habe ich noch lieber. Ah, cool. Übrigens mit einem Xbox 360-Controller kann ich euch nur empfehlen für solche Spiele. Die Spielerfahrung immer viel besser. Da werden jetzt viele sagen, was, du willst schießen und der mit Controller? Wenn ihr sowas mit Maus und Tastatur steuert, ist überhaupt kein Feeling da, weil man viel zu einfach zielen kann. Hier ist immer so ein bisschen Verschleiß ist immer noch mit drin, dass man auch mal vielleicht daneben zielt. So fühlt sich es einfach viel intensiver an. So ist es sehr dunkel. Hat er schon mal was vom Feuer? Warte mal, die 1? Was ist denn die 1? Waffe weggepackt. Hat die Waffe wieder gezogen. Wie mache ich denn das? Irgend so ein Punkt? Dann gehe ich in eine Hocke. Was macht der hier? Nani? Umdrücken? Nee. Eine Lampe. Geht das nach vorne chargen? Das ist auch kein Licht. Ich erkläre das uns gleich. So, gut, gehen wir mal weiter. Wir gucken uns das Ganze mal an. Also storytechnisch habt ihr es gerade kurz zusammengefasst gehört. Ihr Onkel, glaube ich, war das. Der ist befallen. Was ist das dunkel? Ich kann nichts sehen. Ja, nee, dann mach doch mal Licht an. Es ist dunkel, ich kann nichts sehen. Ganz kurz was gucken. Optionen. Video. Cineastisch, nicht so volle Pulle. Ich wollte bloß mal kurz gucken, ob ich das nicht doch wieder aus Versehen runtergestellt hatte. Cineastisch heißt einfach beste Einstellung. Ach, guck mal, hier ist doch was. Ah. Was haben wir denn hier? Das sieht doch aus wie ein Feuerzeug. Wo da eigentlich eine Lampe lag. Hinweis, Taschenlampe. Ah, okay, das ist so eine Küchengartenschlüssel, Schlüsselgegenstand. Ah, rechten Stick reindrücken. Verstehe, ich verstehe. Er spricht jetzt sehr leise, ne? Boah, das ist ja einladend hier. Der spricht so leise, das habe ich kaum gehört. Audio, Effektlautstärke. Mach mal ein bisschen lauter. Ich hoffe mal, jetzt hört ihr es besser. Ich mach wieder leiser. Also aktuell kann ich sagen, ist es noch absolut komplett identisch mit dem, was man mit ihr erlebt. Pistolenkugeln, Vorräte, ey cool. Vielleicht bis Muni. Denn ich hatte testweise mit ihr schon mal gestartet und da war ich auch genau hier. Was? Okay. Haben wir bloß irgendwelche Vögelchen? FPS-Einbrüche hier, wenn ich spiele, aber noch zu verkraften. Aktuellen Spielen, die gerade erst rausgekommen sind, muss man sowieso immer einfach hoffen, dass ganz schnell irgendwelche Bugfixes und Co. kommen, Performance-Patches. Ich habe ja letzten 2-3 Jahre kein Spiel mehr gespielt, was von Anfang an wirklich gut funktioniert hat. Da war meist immer irgendwas, FPS-Probleme oder whatever. Das gehört schon zum guten Ton dazu. Was ist das? Eimer. Müssen wir da nicht einfach reingreifen? Der kommt doch da an, so tief ist es doch gar nicht. Okay, hier brauchen wir irgendwas. Ah. Auch wieder mit. Auch wieder mit ordentlichen Rätseln. Warte mal, stell mal hier drunter. Irgendwas spinnt hier zu doll rum. Video. Machen wir mal. Ambient. Wie kann ich gar nicht einstellen? Das ist ja überschaubar. So, das lassen wir aus. Jetzt sollten wir das mal auslassen. Die LAA übernehmen. Ja, jetzt sind die FPS-Einbrüche weg. Jetzt ist besser. Blup. Gehen wir mal hier rein. Hello? Wow. Ah, guck mal da. Gleich erkannt. Pass auf. Hätte ja klappen können. Nachladen.
Hätte ja klappen können. Das Ding sah so aus, als ob ich es runterschießen kann. Vielleicht hätte ich da oben auf das... Ich hätte auf die Kette schießen müssen, wa? Wollen wir mal testen? Nope. 2 Schuss verschwendet. Sehr gut. Die werde ich bestimmt gar nicht mehr brauchen. Überhaupt nicht. Was ist da? Haushälterin Schlüssel. Schlüsselgegenstand. Sehr cool. Nimm mit. Boah, was ein Riesenbaum. Der wächst sich schon ein bisschen länger. Was? Huch. Geflüstert. Ist auch gehört? Irgendwer hat hier gerade geflüstert. Okay. Die nette Dame haben wir hergebracht. Wir sind so gesehen jetzt der Aufpasser. Wir kümmern uns jetzt drum, dass ihr hier nichts passiert. Darum ist sie auch draußen geblieben. Warum sind wir gezwungen, das Ganze hier halt zu erkunden? Was gibt's hier? Da brauchen wir bestimmt den Schlüssel, wa? Ah. Okay, noch komme ich mit den Rätseln klar. Noch ist alles schick. Noch ist hier alles schick. Nach oben. Hallo? Oh, da ist was. Ein Getränk. Alkohol. Geil. Da kommen wir nicht rein. Hier noch was? Ich hab ein bisschen Muni. Ich habe irgendwie meine Muni verschossen. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ist auch so eine Wendeltreppe. Ah, da geht's. Ah, okay, ist abgesperrt. Hier ist scheinbar bloß dekorativ. Nun gut, nun gut. Dann wollen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, was mich hier ehrlich gesagt erwartet. Ob jetzt Massen an Jumpscares, irgendwelche Geister, irgendwelche Zombies, keine Ahnung. Bin in die Eingangstür und lasse Emily Hartwood rein. Das kriegen wir doch hin. Und wer stampft da über uns? Ich genehmige mir ein. Haufen! Bürgermeister! Hier ist ja überschaubar, so viel ist ja aber nicht zum Mitnehmen. Wir sollen sie reinlassen. Ich würde sagen, wir erkunden die erstmal weiter. Dass da dann gleich eine Cutscene losgeht und im Endeffekt kriege ich denn hier nichts mehr. Pistolenkugeln eine, sehr gut. Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung verloren. In der Zeitung lese ich vom Leid der Menschen. Da sind Okay. Den Weg zum Voodoo gefunden, stand da gerade drin. Weg des Alten Testaments etc. Alles Geschichtliche. Ich will so viel Gameplay wie möglich jetzt hier mitnehmen. Die ganze Hintergrundgeschichte hier zu dem Ganzen könnt ihr gerne, wenn ihr es selber spielt, euch dann mal anschauen. Ganz in Ruhe durchlaufen lassen. Sogar mit deutscher Synchro. Wird sogar vorgelesen. Das finde ich cool. Muss man das nicht alles selber da durchkämpfen. Ja. Pistolenkugeln im Kühlschrank. Ich glaube, wir sind irgendwo in Amerika. Ich hab da so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ihr habt das Gefühl bestimmt auch? Wir sind hier irgendwo in Amerika. Gibt's da? Nochmal 2 Pistolenkugeln. Okay. Also, wir werden hier scheinbar noch mehr. Auch mehr Pistolenkugeln. Wir werden scheinbar hier eine Menge schießen müssen. Das ist untypisch, so in Massen gleich Munition zu erhalten. Da? Noch 3 Schuss. Ah, cool. Kommen wir rein? Hallo? Oh. Kiste. Ein Getränk. Oh, das Fleisch ist ja noch gut, guck mal. Das ist frisch aufgehangen. Kein Schimmel, gar nicht. Das glänzt sogar noch richtig. Ist noch nicht mal so vertrocknet. Muss ja erst passiert sein. Was? Rattengift? Lagniappe. Lagniappe. Lagniappe? Lagniappe. Was? Große Depressionen. 1/3. Hä? Verbotenes Wissen. Vollständiges Set. Also so eine. Was war das? Lagniappe sind unbedeutende Gegenstände, die du immer im Spiel finden kannst. Vervollständigung von Set wird verbotenes Wissen und manchmal sogar noch mehr freischalten. Ah! Können wir zusätzliche Spielinhalte freischalten? Ich verstehe. Nimm mir die Tür einfach zugegangen. Schweine. Wer? Wer war das? Wer will aufs Maul, hä? Oh. Alter Ofen. Ah, die Tür ist jetzt hier aufgegangen. Hab nicht ich aufgemacht. Hatte ich die schon aufgemacht? Ich weiß es nicht mehr. Da geht's in den Folterkeller. Die Tür ist natürlich auf. Was auch sonst? Kommen wir rein? Ah. Was steht hier? Sabotage, Hinweis. Nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Okay. Kessel nicht benutzen, Zierplatte ist zerstört.
Gibt's hier Schönes? Kaputtes Ventil. Okay. Da brauchen wir jetzt irgendwas, um das dann zu stoppen. Okay. Hier läuft also eine ganze Menge mit Rätseln. Alles klar. Ja, schon ist ja wie bei so einem Wimmelbildspiel. Okay. Lup. Hör auf. Wir sind wieder hier. Wir sind noch gar nicht im Keller sein. Ich wollte doch eigentlich bloß die andere reinlassen. Mehr wollte ich doch noch gar nicht machen. Ist nach oben. Sind wir jetzt auf der Etage, wo wir eigentlich hin sollen? Hallo? Alter, hier sind überall Türen offen. Dup, dup, dup. Holen? Munition? Nee. Ratti, ratti, ratti. Ah. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Wir könnten jetzt direkt hier noch einen hoch. Und sogar auch lassen. Ich müsste jetzt zugehen, wo dieser Raum ist. Oder besser gesagt, die Haupttür, wo wir sie... Oh, eine Karte. Bodenplan von Derceto. Cool. Da sind wir, beim Pfleger im Zimmer. WC, Diensttreppe, Bibliothek, Wintergarten. Da kommen wir her. Treppenhaus. Ah, guck mal, da hinten müssen wir die Treppe bestimmt runter. Ich verstehe... Boah, ist ja riesig. Haben wir schon... Was? Wir haben sogar die verschiedenen Etagen schon. Als ob Dachboden, erster Stock, Erdgeschoss und Erdgeschoss. Beides Erdgeschoss? Das ist irgendein Puzzle-Symbol. Küchengarten, das sind auch Puzzle-Symbole. Oder heißt das, wir finden da die Puzzle, die wir brauchen? Ah nee, Puzzle-Symbol heißt einfach, dass wir da irgendwas machen können. Bei dem einen Küchengarten, das war ein Schloss, was wir öffnen können, wo wir noch keinen Schlüssel hatten. Okay. Verandaschlüssel. Cool. Hier? Okay. Verandaschlüssel, der klappt hier leider nicht. Oh, so Kiste. Getränk. Und nett, ne, von ihm. Erstmal alles hier klauen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob hier irgendwas vorgefallen ist. Lottis Tagebuch. 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche. Jetzt hat im großen Song damit gespielt, wenn es nicht vorher selber auftaucht, muss Sachen wohl warten. Aber ich mache mir Sorgen. Trickschlüssel. Denn Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Okay. Um mal so ein paar Wortfetzenwichsen daraus vorzulesen. Finde ich schön, dass das synchronisiert ist. Ich hasse es in so einem Spiel, das alles selber zu lesen. Hört mich. Rückhalten für die Karte. Stört mich so weit, weil das immer so den Flow denn rausreißt. Am liebsten sind mir immer die Sachen, wo eigentlich das Spiel auch so weiterläuft. Wo man nebenbei noch weiter Sachen erkunden kann, etc. So, warte mal, wo sind wir? Wir sind da. Wir können jetzt hier geradeaus und dann rechts. Ah, ich kann die Schüssel sogar benutzen. Guck mal einer an. Sehr schön. Jetzt sind wir da oben. Da war der verschlossene Schuppen. War das Blut? Oh, guck mal, hier ist alles voll Blut. Oder Farbe, je nachdem. Okay. Hello? Anyone here? Hello? Mir fehlt jetzt so eine 2,50 Meter große Frau mit Krallenhänden, die auf mich zugelaufen kommt. Erinnert mich gerade an ein anderes Spiel. So ganz leicht. Vielleicht konstant 60 FPS. Ab und an macht's mal so Drops auf 40 runter, warum auch immer. Der Pikayun-Post. Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Aber glaube, verbreitet sich während Zeitpunkt hier in Voodoo-Läden, spirituelle Medien. Aber schon wieder das mit dem Voodoo. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Hätte sich in des Hospitals ein altes Plantagengebäude. Ist ja hier, wo wir jetzt gerade sind. Bing, bing. Hallo, Bedienung. Ich brauche den Schlüssel. Natürlich brauchen wir den. Scheiß Hotel. Keiner hier. Auch ein Schlüssel? Nee. Eine Menge, was man hier schon alles erkunden kann. Wir sind Evil 1. Tick, tack, tick, tack. Das Esszimmer in Resident Evil 1, das war so schlimm. Als Kind mochte ich nie in diesen Raum, also... Ja, ich hab's als Kind gespielt, war nichts für Kinder, ich weiß. Ich wollte immer nie in diesen Raum wie in diesen Tick. Tack. Tick. Tack. Das hat mich immer völlig verrückt gemacht. Mochte ich noch nie. Oh, cool. Jetzt.
Oh oh. Ach, wir haben sie gefunden. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört auch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt, warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang, die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent, danke, Madam. Na schön, da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Na, dann gucken wir doch mal. Das waren jetzt eine Menge Charaktere, die sie jetzt einfach mal vorgestellt haben. Suche in Jeremys Zimmer nach Hinweisen. Das machen wir doch gern. Erstmal Schnaps. Nee, abgeschlossen. Schade. Ein Schnaps. Und sein Wunderheilmittel hier, womit er sein Leben wiederherstellen kann. Erstmal eine Bulle Schnaps rein. Gibt's hier Schönes? Verschlossene Kiste auswählen. Nee, komm, das werden wir wohl hinkriegen. Was? Mit der Maus machen? Passiert nichts. Auswählen. Hä? Macht Klick-Klack, wenn ich den Stick bewege. Okay. Was auch immer. Schicker Totenschädel, ganz toll. Das sieht aus wie vom Prometheus, der Kopf. Ganz... Oh, was ist das? Lektanibu. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Kloster von Taruella. Nicht immer wieder wirklich malen kann. Ich wünsche, ihr könnt ihren Tod verstehen. Seite 1 von 5. Was ist hier jetzt? Zerstörte Boilerkessel, alte Sanduhr oben. Mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ist Jackson die Voodoo-Priesterin? Aha. Dr. Gray zu sprechen. Der Pflege, die Haushälterin und die Patienten. Sekretär finden Mr. Waits oder vielleicht... Komm auf dem Foto, das sind die doch alle, ne? Oder? Ne, das sind noch andere Charaktere. Man hat Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin in einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Okay, er hat sich also geopfert. Bemalte Holzscheibe. Er hat sich... Was? Achso. Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taroea gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. Okay. Gutes Gespräch. Gucken wir doch mal. Jetzt können wir das Rätsel nämlich lösen, bemalte Scheibe. So, du musst nach da, du musst nach da. Gerade so gelöst bekommen. Gerade so. Na nun. Hey. Wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Hm.
Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Beeindruckend. Das will ich behalten. So ein tolles Bild ist. Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Kommen Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Miss Hartwood. Emily? Wo bin ich? Nanu? Untersuche den Laden an der Ecke. Hin? Wir sind scheinbar durch die Zeit gereist. Guck mal. Eigentlich bei dem Haus, wo wir waren, da stand ja nur noch das Haus. Da war ja gar nichts anderes mehr ringsherum. Hotel St. George ist da hinten. Nanu? Er hat sich so komisch benommen, als er das Gemälde angeguckt hat. Die Stimme von ihr, die hatte man ja auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen, als ob er in so einem Tinnitus leiden würde. Also ist nicht sie verschwunden, sondern wir sind eigentlich so gesehen verschwunden. Ah. Okay. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Ah, da kommen wir nicht rein, da ist ein Besen vor. Das ist. Die Tür können wir nicht aufmachen, keine Chance. Bin gespannt, ob wir jetzt überhaupt Charaktere hier treffen. Vielleicht waren die ganzen Charaktere, die wir vorhin getroffen haben, auch alle aus einer anderen Zeit. Interessant. Horrorspiel mit Zeitreisen, ist immer was anderes. Wenn das überhaupt Zeitreisen sind hier. Hi. Ach du Scheiße! Ich hab ihn. Warum war der jetzt genau neben mir? Menschlicher Körper und dann sind da lauter Pflanzen, so Ranken über dem drüber. Erinnert mich an den Film Ruinen. Sehr geiler Film. Auch böse Pflanzen. Verstehe bloß nicht. Er stand da. Ich habe auf ihn gezielt. Auf einmal steht er links von mir und greift mich an. Okay. Wollte mich eigentlich anschleichen, den hinterrücks so wegnatzen. Ich finde es ja überhaupt nichts, was du sagst. Boah, hau einen abgeknallt. Passiert schon. Ach guck mal, wir sind doch direkt schon draußen. Wir sind also gar nicht auch mehr in dem Gebäude, wo wir gerade waren. Das wird jetzt komplett anders sein. Da kann ich nicht lang gehen. Nee, aber die Munition da rausnehmen. 2 Schuss Munition nehmen wir doch gerne. Aus dem Briefkasten. Typisch Amerika. Beim Eiswagen oder was ist das hier? Hotdog-Stand? Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Soda! Sparkling Soda. Ein Soda-Stand ist das. Ah! Geil. Erstmal eine Soda wegschlürfen. Gute damals aus den Glasflaschen. Was zur Hölle ist hier los? Heute dieser Plastemüll. Huch. Gegenstände kann nach Gegner geworfen werden mit den Ablenkung. Halten, um zu ziehen, antippen und Gegenstand zu werfen. RT. Halten, um zu zielen. Hier sind gar keine Gegner. Bin ich gerade blind. L, um zu sprinten. Das hat nicht mal ein Geräusch gemacht. Hier ist gar keiner.
Getränke bin voll. Kann nichts mehr mitnehmen. Jetzt hier. Welche Kasse. Soll ich ja Lichter machen. Na, ah, guck mal hier. Schöne Kasse. Ey, aus Hand. Ganz viel Geld drin manchmal. Ganz viel Geld. So, was gibt's hier? Auto, noch so ein Stand. Ja, weiß ich doch. Ich will doch bloß mal gucken, ob hier was liegt. Auto durchsuchen will er nicht. Wir sollen den laden. Oh, hier ist was. Bling, bling. Oh. Immer schön alle Wege abgucken. Immer die anderen Wege gehen. Nicht die direkten Wege. Immer in solchen Spielen alles andere erkunden. Lohnt sich meistens. Oh, was ist das? Rohr, eine Waffe. Sauber. Ach du Scheiße. Wie hau ich zu? RB. Okay, okay. Meine Waffe ist kaputt. Bitte Monster mit Nahkampfwaffe. Haben wir gern gemacht. RB gedrückt halten für den schweren Angriff. Meine Waffe ist jetzt schon im Arsch. Cool. Guck mal, das Vieh jetzt herkam. Blim, blim, blim. Gegenstände können nach Gegnern geworfen werden. Ja, aber hier sind doch gar keine Gegner. Ich das doch in die Lampe werfen? Nice Wurf. Wow, wow, wow. Hallo? Irgendwer hier. Da war was. Hier. Auch wieder was zum Werfen. Ich hab das Gefühl, ich muss hier noch entlang entweichen, hier den Gegnern ausweichen, so rum. Dass ich jetzt ständig Sachen auf die schmeißen muss. Ich brauche den Schlüssel. Schlüssel. Mission? Nope. Oh, eine Axt. Nice. Das ist doch da gut. Da kann ich nicht lang gehen. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Ganz schön wenig Wege, die wir überhaupt entlang gehen können. Das ist cool, mit der Axt, da können wir Munition sparen, können wir erstmal wieder auf die einhacken. Das war übrigens der schwere Angriff. Guck mal, dass wir Viecher sind. Ist es auch wieder so wie bei Alan Wake so in der Richtung? Dass wir in so einer Geschichte jetzt hier gefangen sind oder er hier gefangen ist? Wir jetzt dadurch, wir haben ja dieses Bild uns angeguckt und dadurch sind wir erst hier gelandet. Dass hier halt keine Geschichten sind, sondern Gemälde. Und dadurch dann da drin irgendwie gefangen wird. Okay, komm, jetzt gehen wir weiter. Hier scheint weiter nicht zu sein. Können wir auch mal in den Laden reingehen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei. Was soll da schon groß passieren? Draußen war nichts weiter. Die Stange hatten wir mitgenommen. Oh. Hi. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, der lebt ja auch noch. Nein, das sind ja mehrere. Sollen wir den wiederherstellen? Oh, 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 oh. Nachladen. Wo kommst du her? Headshot. Wo kam die denn jetzt her? So eine Scheiße. Gluck, gluck, gluck. Können wir die hier noch mitnehmen? Eieieiei. Nahkampfwaffen, sehr praktisch, total praktisch. Noch mal ein Vieh damit tot bekommen. Lassen Sie sie nicht rein, Compère. Das sind nicht die Guten. Sind Sie... Ist das Ihr Laden? Hier gehört niemandem was. Wir sind alle fremd in Jeremys Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Ich bin Detective Edward Cornby. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Oh ja? Wie viel bezahlt sie denn? $150. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Compère? Nur wenn's nicht anders geht. Ich glaube, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Compère. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich habe das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Wenn Sie da hingehen, finden Sie vielleicht Hinweise, die Ihnen helfen. Danke. Ich sehe mich um. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Erstmal alles klauen.
Totes Reptil. Das ist wieder so ein Sammlungsgegenstand. Jeremys Talisman. Geht zu Miss Jackson. Ihn hatten wir auch auf dem Bild gesehen. Nicht in dem Haus selber gesehen, aber auf dem Bild. Da war er auf jeden Fall mit drauf. Der hat ja gerade gesagt, wir sind hier alle fremd. Wir sind hier, also sind die scheinbar alle gefangen in dieser Geschichte. Der Jeremy selbst. Huch. Wollen Sie mitkommen? Nee, ich bleib eine Weile hier. Okay. Wenn du meinst. Dann bleib hier, dann bleib hier. Wir zu. Die Tür können wir nicht aufmachen. Hier wird nichts mehr sein. Nee, ich brauche nichts. Gut. Dann wieder raus. Raus in die schöne Welt. Oh, die Viecher sind sogar noch da. Nicht mal despawned. Und ich weiß jetzt auch, wo wir hin müssen. Wir müssen... Ist da ein Durchgang? Nee, hier ist kein Durchgang bei der Straße. Gut, weiß doch nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen hier rum. Hier rum, rechts und dann wieder rechts. Ja, und da sind die alten Viecher schon. Mist. Aber hier? Gar nichts. Der sieht aber nicht so schön aus. Okay. Wir haben ihn jetzt verscheucht. Die Frage, dreht er auch wieder um? Natürlich dreht er wieder um. Okay, hat mich noch nicht gesehen, alles schick. Sehr eklig. Nein! Wir haben bloß nach Geräuschen zu gehen. Wenn wir keine Geräusche machen, greifen sie nicht an. Okay. Sah ein bisschen ungemütlich aus. Soll ich die Cam auch mal wieder anmachen? Genau hier wollte ich hin. Genau hier. Gut, das haben wir geschafft. Hier sah ein bisschen sehr ungemütlich aus. Da hätte ich bestimmt mehr Munition verschwendet als alles andere. Ein Schuss. Wenig. Zu wenig, zu wenig. Suppe, bisschen Blut. Ja. Soll ja alles mit Voodoo irgendwie zu tun haben. Sieht ja schon stark danach aus, würde ich sagen. Ach, du Scheiße. Problem. Oh, der war zu doll. Okay. 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 Aua, hab mich trotzdem getroffen. Scheiße. Scheiße. Nein, ich muss nachladen. Au. Fünf Schuss. Oh Gott. Und der ist tot. Da oben geht schon der nächste lang. Ah! Ist jetzt aber ein Problem. Hallo? Das ist jetzt aber langsam ein richtiges Problem. Sehr unangenehm zu zielen mit Controller. Sehr unangenehm. Weil die zu doll rumwackeln. Batsch. Okay. Direkt kaputt gemacht. Den da oben beschmeißen, mit der lang eiert. Hätte ja klappen können. Gut, da muss ich noch irgendwie hin. Aber Großkämpfe dürfen jetzt keine mehr passieren, weil ich kann nicht zuhauen. Kann rein. Was lag hier noch? Achso, noch ein Stein. Ach. Ja, da fängt er gut an. Ah. Spucker ist das. Okay. Hat ihn nicht wirklich interessiert. Oh. Zwei Schuss bloß noch. Jetzt mal das Ding schmeißen. Und wir haben ihn. Da hatte ich bloß noch einen Schuss. Ach, du ahnst es nicht. Das bloß ist hier wie bei Silent Hill, dass wir hier kiten sollen und gar nicht kämpfen sollen. Oh, oh. Oh, oh. Das Vieh hier einfach durchgebreddert, ey. Ach, du Scheiße, hier ist doch einer. Ich will nicht mehr. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Was ist das? Nehmen wir mit. Rein hier, rein, 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 rein. Oh, eigentlich ist die Tür auf. Munition? Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Ich erkenne diesen Ort wieder. Was? Alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde, eingravierten Zahlen, scheint weniger als 100 Jahre alt zu sein. Aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Aha. Finde deinen eigenen Talisman, stand da gerade Erfolg bekommen. Um nach Der Seto zurückzukehren. Ah, okay. Können wir also die
Welt, diese tolle Welt hier wieder verlassen. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Okay, das machen wir, aber jetzt noch nicht. Wir müssen erst noch weiter umgucken. Ach, hier brauchen wir einen Schlüssel. Schlüssel haben wir nicht. Man hört das Vieh immer noch draußen. Nee, kommen wir auch nicht weiter. Suche auf der Talisman-Bauanleitung in deinem Inventar nach Zahlenkombination. What? Ich schätze, er braucht Zahlen. So wie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. What? Edward. Talisman-Bauplan. 358. 358. 3, 5 und 8. Tada! Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Ich hab keine Ahnung. Was soll das denn sein? Oh nö. Achso, da geht's weiter. Gut zu schräg gekriegt. Keine Munde mehr, ich hab gar nichts mehr. Ich bräuchte irgendwie eine Nahkampfwaffe oder so. Eine, die vielleicht mal nicht gleich kaputt geht. Oh oh. Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Ah, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mach nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Geben Sie mir den billigen. Ich bin kein großer Connoisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Oh, ist gut. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha, ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf einen Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Ja, ich habe vorhin mit Baptiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann. Aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Kapitel 2. Detective Carnby, wie haben Sie... Wo waren Sie?
Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich meine etwas Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie's. Ich krieg's raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich, es war Spanisch. Tarroea. Ja, da muss ich hin. Detective? Sind Sie in Ordnung? Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray, wir reden später. Dass er voll Blut ist, das interessiert sie auch nicht, ne? Dieser Talisman hat mich im Nu aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Tarroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Das wäre auch mein erster Gedanke. Irgendwelche Monster greifen mich in irgendeiner anderen Welt an. Oh, komm, ich komme jetzt rein. Das wäre mein allererster Gedanke. Erstmal wieder in diese Welt rein. Bloß nicht irgendwie andere Waffen mitnehmen oder so oder mehr Munition. Immer Schlüssel Nummer 6, Schlüsselgegenstand. Hier? Personal- und Patientenliste. Der Emily Gray ist der Oberarzt in Dorsetto. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Cool. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Oh, wie schön vorgelesen, ne? Normalerweise hätte man das jetzt einfach sich bloß hier überflogen, hätte das jetzt so runtergerasselt. Ich habe sie richtig Mühe gegeben dabei. Zerbrochenes Schreiben. Die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Brunnen im Küchengarten ansehen. Ja, der Brunnen im Küchengarten. Haben wir da auch die Lösung für gefunden? Ich brauche den Schlüssel. Da kommen wir noch nicht weiter. Wir haben nur mehrere sogar schon. Oh, was liegt hier noch? Kessel reparieren. Kesselraum gesehen. Sie sollten Ventil aus dem Weinkeller. Wir müssen in den Keller rein, da ein Ventil holen. Okay. Ein Safe. Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Okay, da brauchen wir jetzt Hinweise. Zum Beispiel da. Rorschach. Das? Patientenakten. Patient Records. Hallo? Ah, hier. Cassandra. Oh, das lesen Sie? Cassandra Bowler. Kann man abspielen lassen? Oh, das ist ja cool. Zimmer Nummer 8. Bezugsperson. Alter 47. Wir haben Zimmerschlüssel 6. Elisabeth Perossi. Da haben wir den Schlüssel jetzt. Perossi ist in der Seto eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Saal herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Stand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Aha. War sie ein Mitglied der Künstlerkollegie gewesen, die vor 20 Jahren hier gelebt hat? Muss runterscrollen. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt, damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Also guten Gewissen sah ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Dann ist die wahrscheinlich auch schon hier durch die Zeit gereist. Sind das wahrscheinlich alles? Es sind die, die wir vorhin teilweise auch gesehen haben. Auf der Treppe. Als wären alle Patienten hier verzeichnet. Nur Jeremy nicht. Ich komme da auf keinen Fall rein. Okay. Den Hinweis haben wir noch nicht. Interessant. Alle irgendwie gefangen hier in diesen Zeitschleifen. Wenn es überhaupt Zeitschleifen sind, aber auf jeden Fall können sie scheinbar alle irgendwie in der Zeit hin und her springen. Aber es kann sein, dass sie alle keinen Talisman mehr haben. Dass nur der Jeremy das kann. Das? Achso. War die Klingel? So, jetzt wollen wir uns auf die Karte gucken. Zimmer 6. Sehen wir das irgendwo? Nö. Hätten wir die Namen merken sollen, wa? Das wäre nicht schlecht gewesen. Obwohl die... Such. Perossis. Da, Perossi. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen die Treppe hoch. Hier oben waren wir noch gar nicht, ne? Okay. Ich habe einen Plan. Perossi war das, glaube ich, das Zimmer, wo wir hin wollten. Karte zu öffnen. Karten würden Informationen über die Welt auf dem Laufenden gehalten, wie verschlossene Türen, ungelöste Rätsel etc. Ja, ist schon klar. Ach du Scheiße. Wer stellt sich denn sowas hin? Hübsch. Erinnert ein bisschen an die Viecher, die uns da angegriffen haben, ne? Alter Schwede. Sie ist verrottet. Durch eine Art
Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman im Seance-Raum befunden hat. Hm? Aber sie ist kaputt und einige Teile fehlen. Alles verrottet im Hintergrund. Oh, tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen, etwa so groß? Ich fürchte, nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. Ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. Okay, kleine Mädchen auch noch vermisst, müssen wir jetzt also auch noch finden. McCarthy erinnerte... Wenn wir jetzt auf der richtigen Etage sind, wir und ganz hinten links müsste jetzt ihr Zimmer sein. Gehen wir doch mal hin. Oh, wirklich da? Munition? Munition? Gar nichts. Cool. Munition? Gib mir Muni. Oh, Muni. So ein Schuss. Okay. Ah, tatsächlich. Boah, ich hab mir den Namen gemerkt. Cool, wa? Herzschlüssel. Wie exzentrisch. Gibt's hier? Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Doch logisch, dann machen wir einfach mal so fix und so. Und dann machen wir fix so. Viele Zeichen. Das wird nicht mal zufällig hier eventuell funktionieren. Da haben wir gar keine Chance. Da gibt es zu viele Kombinationen. Ach, du ahnst es nicht. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Wie cool, richtig mit Animation. Warte mal, Fäulnis. Da ist die Fäulnis. Da und da. Nu? Sie folgen es aber überall. Die Astarf-Künstlerkolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Hm. 862-394-175. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich die Namen, die relevant sind jetzt hier, wahrscheinlich die in den Akten vielleicht sogar... Ich kann mir die Bilder gar nichts mehr machen, guck mal. William Agnes... Argus, William Franklin Nora. William Franklin Nora, 294. Da werden doch gar keine Zahlen hier. Bringen wir doch gar nichts. 294. Ich habe es getan. Lassen Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Was? Vielleicht die Namen der Assad-Künstler, um Zahlen zu erhalten. Ja, was soll ich mit den Zahlen? Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder rausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, Aha. Sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zu geben. Oh Gott, 2, 9. Was hatte ich gerade gesagt? Ich hab schon wieder vergessen. Okay, das brauche ich. Dann muss ich die Zahl. Oh Gott. Jetzt noch komplizierter. Moment, wo will ich überhaupt hin? Hier muss ich hin. Genau, das waren die 3. Hier wollte ich hin. 294. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bertha. 294. Sichel. Berg. Und Taurus. Sichel, Berg, Taurus. Nicht genau. Ich wollte sagen, das ist doch so gut wie richtig schon hier. Okay. Größte Zielscheibe, sehr dunkle Verbrennungsspuren. Hm? Das Ding können wir denn jetzt wahrscheinlich bei der Uhr dann einbauen? Reicht. Warum ist... Okay, das ist geil. Das ist ja mal richtig geil. Nö.
Das hat jetzt hier aber nichts mehr mit Zeitreisen zu tun. Ey, guck mal die alten Würmer da an. Aua! Aua! Mal ganz schnell durch hier. Oh. What the fuck? Guck mal, der Raum ist so wieder normal. Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal. Kurios. Ah, uns fehlt doch noch ein Stück. Irgendwas fehlt uns noch. Wir haben ja sogar den einen Schlüssel jetzt noch. Da kommen wir nicht rein. Wäre ja auch zu einfach sonst gewesen, ne? Wäre ja zu einfach gewesen. Ah, das ist genau daneben. Das ist genau der Raum daneben. Können wir hier nochmal reingehen. Das sah ja gerade merkwürdig aus. Diese komischen Würmer auch überall. Diese blöden FPS-Einbrüche die ganze Zeit. Oh, nochmal gucken. So, hier bräuchte ich den anderen Schlüssel, wa? Ne, geht einfach so auf. Warum, wieso, weshalb? Vielleicht brauchen wir den hier drin erst. Okay. Sehr minimalistisch hier angehaucht. Munition. Nichts. Jetzt haben wir am Anfang so viel gekriegt, jetzt kriegen wir gar nichts mehr. Ölfederhalter. Nichts Besonderes. In der Zeitschrift können wir gar nichts machen und ich würde sagen, hier mehr ist hier gar nicht. Nenü. Haben wir aber auf jeden Fall den Schlüssel. Gehen wir hier nochmal gucken. Scheint auf jeden Fall wieder normal zu sein. Das normal findest. Hier war doch nicht warm von drin, ne? Emily ist hier, Hinweis. Emily ist da. Okay. Emily ist da. Emily ist da. Noch gruseliger vorlesen. Schön, dass das alles synchronisiert ist. Sehr geil. Und sich bei Resident Evil und Co. diese ganzen Riesenspiele schmieden, können sich da eine Riesenscheibe abschneiden. Wenn man da so eine richtig geile Erzählerstimme hat, die einem das so vorliest, das ist einfach nur. Das ist so ein richtig geiles Feeling. Kommen wir lang? Nee, oh. Da ist noch zu. Gut, den ist da abgeschlossen. Ach, hier, Zwischengeschoss. Hier waren wir noch gar nicht. Da kommen wir nicht rein. Und hier. Kommen wir rein. Oder auch nicht. Dö-düm. Dö-düm. Hätte er klappen können. Rück. Hm. Kommen wir da auch nicht weiter. Können wir bloß wieder runter. Ich meine, wir hatten ja auch den Hinweis bei dem Brunnen. Wir sollten ja zum Brunnen gehen. Das eine Rätsel wurde mir ja so gesehen erklärt. So, wo ist der Brunnen? Der Wintergarten ist da oben. Wir müssen zum Wintergarten zurück. Das heißt, hier lang. Jetzt die Tür oder nach links? Nee, geradeaus. Ah ja. L, um zu sprinten. Ich sprinte. Schneller ist... Welche runter? Nee, leider nicht. Hätte klappen können. Vielleicht sollte ich damals bei dem Vieh auch schon vorbeisprinten. Ah, hier brauchen wir den Schlüssel. Aha. Wo auch immer ich jetzt bin, aber aha. Verlorene Plantagen von Louisiana. Ostküste. Hey, Voodoo wieder. DeSetto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste. Boah, steht hier alles. Tropische Sturm, Schneise, Louisiana, okay. Wieder auch wieder in der Vergangenheit. Vielleicht auch wieder in der Region, wo wir hin können? Dass wieder so eine Zeit ist, wo wir denn durch das Medaillon irgendwie hinreisen können? Hallo? Ah, hier kommt zum Wintergarten. Kette die Tür. Was ist laut? Was zum Teufel ist jetzt nicht richtig? Oh oh. Bisschen sehr laut gerade. Ach du Scheiße. Da liegt was. Der Bolzenschneider. Ah. Schlüsselgegenstand. Bolzenschneider. Nehmen wir mit. Wenn ich lauter machen soll, schreibt es in die Kommentare. Okay, ganz schnell benutzen. Und plack. Und das ist alles wieder normal. Okay. Was zur Hölle ist hier los? Immer so cool. So ein ganz kurzer Übergang. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Haben einen Shortcut so gesehen hier freigeschaltet. Bei dem Brunnen hier soll irgendwas sein. Bei den Brunnen.
Vielleicht bei der Pflanze. Hier hatten wir doch auch so einen komischen Flüstergeräusche gehört. Aber hier hinten. Geht er da durch? Nee. Ich dachte ihm zuerst, er will da durch. Doch, war vorhin noch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich davon durchgucken konnte. Er flüstert auf jeden Fall mit uns wie der Baum. Auch immer er uns sagen möchte. Ah, Moment, ich weiß, wo wir hin können. Wir haben noch den Bolzenschneider jetzt. Auf! Reach! Wir können doch jetzt hier die Tür aufmachen. Oh, bestimmt was total Geiles. Pass mal auf. Eine Leiter können wir da auch hinstellen. War vorher auch noch nicht da. Oh. Wasserschlauch, Schlüsselgegenstand. Hab es. Yeah! Was? Wozu? Brauchen wir den? Hallo Leiter. Ah, guck mal, ein Shortcut. Jetzt können wir da nämlich auch gleich immer hoch. Cool. Denn wenn wir hier wahrscheinlich angegriffen werden, können wir diese Shortcuts denn nutzen, um denn gegen die Viecher nicht zu kämpfen. Wenig Munition, wie wir gerade finden. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, hier kann ich das nicht benutzen. Ich dachte, ich kann das Wasser jetzt damit ablassen. Ah. Wintergarten, Küchengarten. Küchengarten drüben, soll noch verzeihen? Du hast das hier ein Küchengarten, das Ding ist. Ah, ich weiß was. Loch. Ah. Hä? Das war nicht das, was ich eigentlich meinte. Ich wollte eigentlich. Ah. Ah, Wasser reinlassen. Kann da nicht einfach so eine. Was ist das? Mumifizierte Katze. Das nimmt der mit? Okay. Können wir ihr nachher zeigen, wenn wir sie wieder treffen. Können wir erstmal so erzählen. Ey, guck mal hier, ich habe eine Katze gefunden. Willst du sie auch mal streicheln? Komische Geräusche. Nee, alles schick. Nach dem Kurz, wie wäre noch irgendwas. So, und was gibt's jetzt hier Schönes? Ah, letzte Teil der Scheibe. Und dann können wir jetzt zur Uhr zurück. Dann müssen wir alles farmen. Mehr Teile waren da, glaube ich, nicht. Sowas liebe ich ja. Wenn man so eine Bereiche hat, wo sich nach und nach so Shortcuts denn ergeben. Gerade bei Dead Space so geil, oder auch bei Resident Evil. So ein schöner Moment, wenn du auf einmal dir denkst, ach cool, jetzt kann ich immer darüber. Kann ich immer da lang gehen. Muss ich nicht mehr den ganzen Weg rumgehen. Muss ich nicht mehr durch den elendig langen Gang gehen, wo die Hunde durch Fenster knallen. Komische Geräusche. Ignorieren die Geräusche. Einfach ignorieren. Plopp. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Tada. Das sieht doch ganz... Okay. Kann man auch noch drehen. Uff. So. Nee, nicht wirklich. Ich meine, kann ja sogar so lang, ne? Das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Das sieht gut aus. Nicht. Könnte sein. Bin mir aber nicht sicher. Das auf jeden Fall. Nee. Das mit den Ecken ist ja jetzt doof. Das kann ja theoretisch jeder sein. Dazu hatte ich etwas im Kollektanenbuch gelesen. Was? Hilft mir die Symbole da beim... Nee, nicht wirklich. Muss ja um die Ecken jetzt gehen. Die Ecken müssen ja falsch sein. Das heißt, ich tausche jetzt die Ecke nochmal mit der. Und die... Kann ich jetzt noch mit der tauschen. Die tausche ich jetzt wieder mit der. Und das ist bestimmt ganz... Easy. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Können wir bloß gucken. 6, 3. Ist bestimmt hier so die Art Zeitmaschine. Hm. Huch. 3, 5, 8. Ah. 3, 6. Hier. 3, 6, 4. 3, 6, 4. 3, 6. Hier. Ne?
Ja, welche Reihenfolge denn? 6, 4, 3. Machen wir so rum. 6, 4, 3. Ah, so rum. Groß, mittel, klein, die Reihenfolge. In dem schwarzen Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor vor Jeremys Zimmer. Aha. Und da geht's dann wahrscheinlich weiter. Meine Freunde, das war unser Ausflug hier in Alone in the Dark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt die Zeitreisenmaschine hier, die Uhr, freigeschaltet. Horror-Spectre sind vorhanden. Die Viecher sehen recht eklig auch aus, gegen die man hier kämpft. Das Kämpfen fühlt sich nicht besonders geil an. Liegt vielleicht auch dran, weil ich mit Controller spiele. Die sind zu wabbelig, zu wobbelig und man zielt ehrlich gesagt zu langsam dafür. Kann man natürlich alles einstellen. Sorgt aber dafür, dass ein gewisser Schwierigkeitsgrad auch da ist, weil man halt auch mal daneben schießt und nicht immer die ganze Zeit den Headshots verteilt. Das Ganze hier wirklich eigentlich schön umgesetzt. Ich mag sehr die Musik, ich mag den Stil. Die Charaktere, muss ich auch sagen, bisher alle sehr interessant, auch wenn wir sehr wenig erfahren haben. Bisschen unlogisch, dass er so völlig tiefenentspannt dabei bleibt, weil er ja irgendwie im Monster kämpft. Er ist voller Blut jetzt auch schon. Das ist ja, die haben ihn ja auch wirklich auch verletzt. Wirkt alles ein bisschen wirr. Diese Kombination mit ihm und mit der Frau, mit der die Nichte, glaube ich, war das von denen, den wir hier suchen. Schöne Kombination, gefällt mir. Man hat schon Lust eigentlich jetzt herauszufinden, was ist da jetzt genau, was passiert da genau? Stellenweise zu ruhig, wie jetzt hier so die Passage. Könnte so eine leichte Musik immer noch irgendwie mitlaufen, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Grafisch, brauchen wir nicht reden, ist natürlich hier nicht auf dem neuesten Stand. Aber trotzdem stimmig irgendwie, funktioniert. Wenn ich mir hier die Wand so angucke, mit dem ganzen Geschmatter, die Uhr angucke, Liebe fürs Detail, guckt ihr ja allein mal an das Holz an, wie das hier gemacht worden ist, mit den ganzen kleinen Kratzern drauf und Co. Da oben das auch alles so ein bisschen zerwischt. Sieht schon alles geil aus, kann man nicht anders sagen. Grafischer, wie gesagt, gibt es natürlich andere Spiele, die deutlich, deutlich besser da schon sind. Guckt es euch mal an, Alone in the Dark, ganz neu rausgekommen. Wer es für den Vollpreis nicht kaufen will, wartet dann halt, bis irgendwann mal im Angebot ist. Und dann sind vielleicht auch die Performance-Patches dann schon da, dass hier die FPS-Drops und Co. nicht da sind. Ich habe eine RTX 4080 drin. Und auch wenn ich hier in 2K spiele und 2K aufnehme, sollte eigentlich nicht laggen. Auf keinen Fall. Sollte es überhaupt nicht. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass sie das auf jeden Fall noch patchen werden. Interessantes Spiel mit einer Story, die ich wirklich mal noch so gar nicht durchschaue. Klar, so im Groben. Gibt einen großen Bösen, der den Jeremy wahrscheinlich irgendwo gefangen hält. Und darum müssen wir durch die ganzen Zeitepochen, die ganzen verschiedenen Ereignisse so gesehen miterleben von den Leuten, die vielleicht hier in dem Haus gefangen sind oder. Ist jetzt aber bloß mal so ganz grob ins Leere gestochert. Es ist aber nicht so eindeutig wie in anderen Spielen, wo du immer genau gleich weißt, ah, okay, ein Killer, der will alle töten. Ja, okay, der hat hier überall Fallen aufgestellt und ja, alles klar. Mal gucken, was die Geschichte hier noch so bringt, aber das müsst ihr, wie gesagt, selber herausfinden. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren, eure Meinung zu Alone in the Dark, gerne in die Kommentare, könnt mir auch gerne mal schreiben, ein bisschen Feedback hier zu diesem angespielten Format, was hat euch hier gefallen, was hat euch gefehlt, was würdet ihr gerne noch immer von mir wissen, was sollten wir noch einschätzen oder sollten wir auf die Steam-Seite mal eingehen, da von dem Spiel selber oder, das Angebot selber, was für die ganze Beschreibung etc., würde ich gerne mal in die Kommentare schreiben. Für konstruktive Kritik bin ich immer offen. Werd nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Angespielt.